When we grow old, time seems to accelerate. Life is speeding up until we reach a point where years become minutes and minutes become seconds before we die. In the rush of nature, we seem to continuously learn. We discover, invent, and develop. It is a cycle of endless wisdom in which we tend to forget many things we always knew. Stories of the underground. Tales from the beast below your bed. There is no boogeyman in your closet. No one watching you in the dark corner of your room. This is what society told us. This is what we tend to believe. But what if it's a lie? What if there's more between this world and the next? An underground of thoughts we never dared to dream of. An area where the darkest night becomes a living nightmare. There is a monster. There is a beast. And in the end, the underground is a lie. Die Leute da draußen, die euer Festival so noch gar nicht kennen. Was haben die hier zu erwarten? Ein verdammt geiles, kleines Konzert, wo es sich auch lohnt, auch aus 500 Kilometer hinzukommen. Wo einfach wirklich gute Musik aus Death Metal und Grind vereint wird. Also bis jetzt finde ich es geil. Ich meine, ja, ich habe mir jetzt eine Wurst gegönnt und die hat mich sehr erfüllt. Das kann man, das sollte man jetzt nicht falsch verstehen. Ich finde es auch toll, dass es noch so kleine Festivals hier in der Region gibt, die lokale Metal-Szene stützen. Also wenn sowas wegbrechen würde, wenn die Leute wegbrechen würden, die sowas organisieren, dann gäbe es auch hier irgendwo nichts mehr. Es ist extrem geil, abgefuckt, groß geworden die letzten 2 Jahre. Ja. Sehr familiär gehalten, ja, das finde ich auch sehr schön. Also ich erinnere mich, ich stand da ungefähr 5 Meter vor der Bühne, ist irgendein Typ, das war noch in der alten Halle damals, ein Typ ist auf die Bühne gestiegen und ist runtergesprungen. Oh, ein Fotomacher jetzt. Das ist ein Video. Sag mal, was bei mir das Beste ist an DJ Rinderbümmel. 90er! Und keiner hat ihn gefangen, ne? Das war ein Fliesenboden. Der Typ ist da drauf geklatscht. Ich habe die Vibrationen so ein bisschen im Boden gespürt, ne? Der war dann bewusstlos. 90er Party, huf! Gesehen, wie die den rausgeschleift haben, wie so eine Leiche, so an den Armen. Sieht spaßig aus auf jeden Fall. Leute in bunten Kostümen, dann der Klassiker, lange Haare, schwarzes T-Shirt und ich glaube, die Leute sind gut drauf, haben Spaß, das Wetter passt auch. Wir freuen uns auf die Show. 2 Minuten später ist er wieder aufgestanden, da war alles wieder super, ne? Es ist ein bisschen benommen und so und huiuiui und wieder an die Bar, ganz normal, ne? Rabenacht heißt eigentlich nichts anderes als Zabedusha, der Begriff ist vielleicht geläufiger. Das kommt quasi von der Nachtkrab. Das sagt man im Baden zu einer Dialekt. Ja, das ist Dialekt. Das sagt man im Baden zu einer Krähe, also zu einer ganz dunklen Krähe. Ja, und Rabenacht heißt eigentlich nicht viel mehr wie
es ist halt ganz dunkel. Aber das Festival ist einfach genau für so Leute gemacht, ja? Du kannst so einfach sein, wer du bist, kannst leben, was du willst. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich hätte es immer. Ja. Ja, das ist einfach mein Ding. Ich höre mal Grindcore, ich höre mal Death Metal. Und wenn ich eben richtig Party machen will, höre ich eben Blümchen, ja? Schloss Hell. Ich mache Werbung dafür. Netto hat es fast nie im Angebot, nur immer Schloss Export, Schloss Pilz oder Schloss irgendwas Radler, was kein Mensch trinkt. Das schmeckt am besten. Es ist so selten im Angebot. Bitte stellt es ein, wenn Netto das sieht. Das ist der Hammer. Aber das Epischste war einfach letztes Jahr, war Rock'n'Roll Records, die drinnen im Merch stand hin, gegen Remesis Records. Und die zwei haben sich einfach bei holländischem Gabber gebettelt, wer am besten Hacke tut. Was ist dann so eure durchschnittliche Besucherzahl, wenn man Leute so fürs Festival sich in allgemein interessieren? 150, 300, 300 400. Ja. Das Maximum war, glaube ich, mal 500 irgendwas. Aber dafür habt ihr ein echt geiles Line-Up aufgezogen. Klein und heimlich, so ein bisschen Insider-Festival, nur coole Leute, passt. Geil, welche Bands freust du dich so? Ja, absolut, natürlich Sarah Bullo, die ich seit letztem Freitag sehr gut kenne. Da war ich auf der Bühne bei denen, das Hammer, die sind von Portugal, die sind voll die Hammertypen. Cytotoxin. Ich freue mich vor allem auf Goblin Clit, Pestilent Rain, Profanity wollte man es reinziehen, Hack Knight sowieso, klar. Dann wollte man noch Rotten Pope angucken. Scheiße, wie heißt diese eine mexikanische Band? Serabullo. Serabullo. Und ansonsten... Ich glaube, unsere Aftershow ist halt immer sehr legendär. Ich glaube, da reden sehr viele Leute darum und das macht uns auch stolz. Der gute DJ Grind am Pimmel. Genau. Ich bin ja schon mega gespannt auf ihn. Er kam vorhin auch einfach mal ins Bild und dann haben wir nochmal spontan auch ein Interview gemacht. Ein super Typ. Aber der ist sehr begeistert von euch. Habt ihr sehr viel Positives gehört. Wir auch absolut von ihm. Auf jeden Fall, natürlich, ja. Er ist ein super guter Kumpel und er macht seine Arbeit klasse. Also. Er ist ein fester Bestandteil von unseren Konzerten. Er gehört einfach dazu. Geil. Er muss einfach immer mit, egal wann wir wie ein Konzert veranstalten. DJ Grinder Pimmel sind wir. Ich habe eure AGBs tatsächlich gelesen. Punkt 26, Ziegen sind wunderschöne Tiere. Wie kommt denn auf das Ding? Das ist ja Wahnsinn. Ja, was gibt's da groß zu sagen? Wir finden, Ziegen sind einfach tolle Tiere. Ich denke, also die Frage wird uns oft gestellt, ne? Wieso Ziegen? Wieso hängen überall Ziegen, ne? Keiner von uns weiß mehr, wie das irgendwie angefangen hat. Wir wissen einfach nur, dass es irgendwann mal angefangen hat mit, ja, hey, Ziegen, irgendwie cool, ja, bla bla bla. Und mittlerweile ist es halt das Maskottchen sozusagen, ne? Das Grabbenacht-Maskottchen und... Hat der schon einen Namen dafür? Ziege. Ich habe mittlerweile so viele Bands gesehen, wo es mich auch einfach so aus den Latschen gehauen hat, dass man eine junge Band sieht. Und das ist auch das, was ich denke, was man im Metal viel mehr im Gedächtnis behalten soll, dass man offen ist für Sachen, weil das eigentlich den Metal ausmacht, das Offensein. Und wie findest du die Grabbenacht? Geil, immer wieder. Also auch jetzt dieses Mal, wir sind zum ersten Mal hier in dieser Location. Das hat ja zum letzten Mal das erste Mal hier stattgefunden. Und auch als wir hier waren, schon allein die Location, gemütlicher, kleiner, abgeschotteter Zeltplatz. Hier Beachvolleyball, Grillstelle, also super. Die Größe von der Location, top. Absolut perfekt. Du siehst nur allgemein, das Ganze ist ja mehr ein Underground-Festival. Ja. Es ist zwar, ich finde, schon für die Größe schon relativ groß geworden im Underground. Ja. Wie stehst du zur Underground-Szene? Ja, ich bin da offen für alles. Also selbst wenn uns jetzt einer anschreibt, er organisiert ein Underground-Fest und für ihn ist das eine Show vor 20, 30 Leute, ist super, gar kein Thema. Was wichtig ist, ist Stimmung und Spaß. Wenn jeder, der dabei ist, einen Spaß hat, dann ist das super. Besser auf einem größeren oder von mir aus kommerziellen oder Mainstream-Fest, wo die Location zur Hälfte leer ist und jeder steht nur da. Da lieber die kleinen Shows. Volle Clubs, dafür 100 bis 200 Leute und Stimmung und Spaß. Ja. Viel wichtiger. Leute, supportet den Underground härter. Solche Festivals wie hier soll es mehr geben. Hier hat es günstiges Bier, coole Leute, familiäre Atmosphäre.
setzt euch mit euren Leuten hierher, sauft ein Wochenende durch, gönnt euch geile Bands, Grindcore, Death Metal, Death Grind, Porn Grind, Gore Grind, alles was Spaß macht. Zieht euch rein, sauft lieber ein Bier zu viel als eins zu wenig und habt einfach eine gute Zeit und Spaß. So guys, thanks for watching this video, I hope you enjoyed it. If so, please feel free to subscribe to my YouTube channel and share this video on your social media accounts with your friends, that would be freaking amazing, so thank you very much for the great support. Special thanks to the guys of the Gravenacht Festival for making such an epic festival. To be honest, it was one of the greatest festivals I have ever been to. It's a perfect mix between not too big, not too small, freaking great bands from all over the world, and of course the best after-show party you will ever experience. DJ Grind and Pimmel Andy, if you see this video, it was just freaking amazing, you were right. So thank you very much for this great evening. If you want to see more from me, down below you can find two more videos. And if some of you are wondering why I'm talking English, I had several requests to make more English content. So guys, here it is, I hope you enjoy it. This doesn't mean that there won't be any German content anymore on this channel, but I will do a mix between German and English. And if the video is in one language, I will of course make a subtitle for the other, so everyone is getting the content. I hope you like it, have a great day, and hopefully see you soon.